Damit herzlich willkommen zurück. LS19 Ostalgie-Projekt, wo ich komische Presse nicht finde. Mit dem Randy. Hallo und dem Glücki. Hallo. Hä? Wo haben die hingestellt? Wo ging so ein Tor wieder rein, hä? Das weiß ich nicht. War die hier auf dem Land oder irgendwo? Hier steht sie schon mal. Ich guck mal im Menü. Guck lieber erstmal, ob wir die noch haben. Irgendwie so. Natürlich nicht. Haben wir nicht mehr? Nee, haben wir nicht mehr. Schade. Wieso wird die nicht mehr? Haben wir die eingetauscht gegen die Rundballenpresse? Kann sein, dass es beim Erstellen des neuen Safe Games, dass ich halt die Rundballenpresse genommen habe statt die Quaderballen. Die Quaderballen hatten wir aber schon mal im Einsatz. Ja, ja, die hatten wir schon mal. Das stimmt. Ballentechnik. Hier ist sie. 4,7 kostet die nur. Nö. Ja, viel billiger wie die, die wir jetzt haben. Mhm. Und die ist schneller. Verdammt. Schneller? Ja, die fährt 20 km, die anderen kannst du nur 18 fahren. Mhm. Hol die mal noch fix auf den Hof, ja. Und so das. Hat man schließlich vorher auch schon. Wahnsinn, was hier das Telefon klingelt. Es ging bis heute keiner ran. Das noch über 80 Folgen. Geh doch mal ans Festnetz. Ja. 80 Folgen? Ja, also wir waren jetzt schon letzte Woche über. Also ich will jetzt nicht, ob das jetzt die Woche ist mit 90, aber wir sind fast bei 100 Folgen. Boah. Ja, das ist viel. Ja. Renny ist mittlerweile auch die V3 von der Karte, ja. Ja, wir haben mit der V1 damals angehört. Ja. Da war kein Krieg mehr. Nö, nö. Halt, ich muss das mal ausklappen. Das leistungstechnisch war. Oh ja, läuft. So, wollten wir gerade eben noch das andere Ding eigentlich reinhauen? Was sind wir noch? Ach, können wir noch nächste Woche tun. Es wird dann heute eh nicht mehr. Wir müssen noch die Felder, das Feld hier noch fertig machen. Und unten das Rübenfeld, das muss noch vorbereitet werden. Hm. Ich muss jetzt hier erstmal noch ein bisschen Pflanzenschutz drüber geben. Weil wir haben dann, naja gut, nächste Woche ist dann auch, naja klar, da müssen wir am Wochenende zusehen, weil die Woche, die da drauf kommt, ist die Gamescom. Mhm. Ich meine, wenn wir Samstag früh eh wieder abhauen, sind wir Samstagnachmittag da, sprich wir haben dann in der Woche sowieso wieder Zeit, also sprich wir müssen schon mal nicht eine Woche skippen oder vorproduzieren, das ist schon mal gut. Mhm. Hat einen Vorteil, dass sie das so vorgelegt haben. Das stimmt. Ich kann mich noch zu 13er Zeiten dran erinnern, oh, das war ein Krampf. Hm. Weil wir wirklich 2-3 Wochen irgendwie vorproduzieren müssten. Mhm. Boah, heilige Scheiße. Ja, war noch alles anders früher. Aber dadurch, dass wir effizienter arbeiten, brauchen wir das nicht. Mhm. Gut, sind momentan noch 2 aktive Projekte da, davon haben wir ganz abgesehen. Richtig. Aber es kommt halt auch nicht.
Das ist es ja, man könnte ja sagen, Chris hat mich gestern zum Beispiel angeschrieben. Chris? Naja, Konzek. Achso, ja. Da hat er gefragt, wie es mit EDS aussieht, weil was ansteht, ob ich den mitmachen würde. Und ich denke, oh, EDS, oh, lange ist es ja, Digga. Oh. Sehr lange ist es ja, aber EDS, das im Endeffekt, wir waren die Ersten, die mit Multiplayer angefangen haben 2014. Mhm. Das ist halt alles durch und durch und durch und durch genudelt. Das stimmt. Das, und es kommt nicht, also wir haben jetzt, wir sehen es im August, es kam dieses Jahr, wenn du es mal hochrechnest, 3 neue Simulatoren-Spiele raus. Davon konntest du 2 in die Tonne treten und 1 war ein DLC. Mhm. Hm. Ja. Das ist dieses Jahr belastend und ich habe immer noch über 40 Spiele in meiner Wunschliste. Da wünscht sich jemand aber viel. Ja, ja. Ja, aber selbst wenn sie jetzt anfangen, jede Woche ein Spiel rauszuhauen, die werden bis Ende des Jahres nicht fertig und die können nicht jede Woche ein neues Spiel raushauen. Ja, das ist erstmal nur angekündigt, ob da überhaupt, wenn da der Hälfte kommt. Hm. Da würde ich noch nicht dran glauben, dass wirklich alles kommt. Ja, doch, doch. Aber Playway, also das ist halt, das ist, Playway ist dann halt immer gut ankündigen, dann nennt die nie ein festes Datum, sondern, oder wenn sie ein festes Datum nennt, dann wird es nicht eingehalten, größtenteils. Dann hauen sie halt nur noch das Jahr rein, es kann halt sein, dass die vieles auf 2020 verschieben, aber die haben halt auf 2020 halt auch schon wieder einen Haufen Spiele, die halt kommen. Und unter anderem soll ja 2020 Farming Fix kommen. Farming Fix? Farm, also wie die Farm, and Fix, ha. Das ist im Endeffekt, wenn der Farmer Dynasty, sagt ihr das was? Ne, das, was UEG damals da rausgehauen hat, oder diese andere Firma, die UEG ist, die sie umbenannt haben, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt. Mhm. Das soll Farm im Fix, das soll halt so an Farmer Dynasty im Endeffekt rankommen. Also sprich, du kommst auf du hast einen Hof, du musst den Hof erstmal wieder aufbauen, dann kannst du Felder bewirtschaften, dann kannst du die Scheiße verkaufen. Das ist so frei nach dem Motto. Ja. Farm in Fix. Und Farmer Dynasty war ja genauso, das war ja Sims mit LS verknüpft. Ohne Hausmeister halt. Richtig. Das war okay. Aber die Komponente Landwirtschaft oder Agrar war halt jetzt nicht so groß. Das war so das Problematische. Mhm. Wird Farming Fix auch nicht haben. Die werden auch keine Marken haben. Jedenfalls konnte man den Trailer nicht sehen. Davon, dass das Marken sind. Es waren zwar alles Andeutungen, du hast gesehen, was das für Traktoren sind, aber hat keine Markenrechte. Werden die, denke ich mal, auch nicht kriegen. Ja, allein schon, was es kostet. Ja, von daher. Ja, was wir auf der Gamescom ja am Line-Up sehen, also Aerosoft ist da ja überzeugender. Wie Astragon in dem Fall. Astragon stellt ja nur zum 4. Mal mittlerweile den Firefighting Simulator vor. In der Hoffnung, dass er dieses Jahr kommt. Mhm. Das wäre halt wirklich mal cool. Ich meine, ich mag die Entwickler. Ich mag gerade den Haupttyp, also ihr Gregor. Mhm. Ja, aber bin mal gespannt, wie es nur dieses Jahr aussieht. Aber ansonsten, naja, Aerosoft hat halt das größte Line-Up von allen. André ist ja auch wieder da, der baut ja Busmechanik Simulator. Aha. Ja. Das soll wohl schon ein bisschen hardcore-richer sein, also detailreicher. Das Ding ist halt nur gut, Bus ist nur wieder so eine Sparte, also da kenne ich mich nur nicht aus, aber da werden schon die ganzen Busfahrer oder Busmechaniker wieder auskennen. Bin mal gespannt. Seilbahn-Simulator, da hat jetzt Ansgar eine Preview gezeigt. Ja, ich weiß ja nicht. Wird uns auch vorgestellt, mal gucken. Mhm. Was das so ist, weil es gab schon mal einen Seilbahn-Simulator. Ja, ja. Von Viz Games. Oder UEG, ich weiß es gar nicht, das war nicht so pralle. Hey, nur, dass du gespielt. Also, da war da jetzt mit der Station, ja, Berlin, ja, Spandau oder so. Mhm. Nee, halt, nee, das war U-Bahn-Simulator. Ja, das war World of Zappel, so. Genau. Das war ja auch so eine Sache. Da hat er extra noch ein Tutorial gegoogelt und ist ja bei Ansgar das Video rausgekommen. Ja, World of Subway ist es aber im Endeffekt, das ist kein Trash. World of Subway ist halt Hardcore-Simulation. Oh, sieht scheiße aus. Ja, gut, er hat ja damals das uralte Ding gespielt. Ja. Es gibt ja mittlerweile World of Subway 4. Das ist dann eher so für die Realismus-Freunde was davon. Mein Trains in World bekommt auch ein neues, also Trains in World 2020. Ist aber im Endeffekt, die fahren nicht dieselbe Strategie wie beim Train Simulator, das ist im Endeffekt nur ein Update.
Also. Naja, ist noch ein Update, wo vielleicht eh zwei Strecken mit dabei sind und 40 Euro gib ihn oder 50. Hohoho. Ja, ist ja klar, dass sie das mit Train Sim World genauso machen wie im Train Simulator. Das sind nur, da kommen immer wieder Add-ons und DLCs raus, die kosten halt alle so Schweine viel Geld. Hm. Ja. Und das Interessanteste haben sie halt schon rausgehauen, was damals beim Train Simulator Berlin-Leipzig war. Gab es ja über Trains in World Leipzig, also S-Bahn Leipzig. Ja. Wo es dann hier nach Markkleeberg und in Aschaffenburg, in die nenne ich Aschaffenburg, irgendwas, was da noch in der Dings halt war. Das war halt cool. Ich meine, das ist nur die S-Bahn, die halt hier bei uns rumfährt. Ja, bei Trains in World war das nicht so, dass du da raussteigen konntest und müsstest. Da konntest du auch raussteigen. Ja, das ging ja beim Train Simulator nicht. Da konntest du die toten Rehe vom Gleis räumen. Naja, da konntest du die Toten vom Gleis räumen, ist richtig. Ja. Naja, aber das kam ja relativ zeitnah, wo das Trains in World rauskam, diese S-Bahn. Das ist ja die gleiche, die bei uns hier auch rumfährt. Also das war, du konntest, was war denn das, der S2, glaube ich. Bei uns fährt er hier S5, also Zwickau Leipzig. Mhm. Und das war halt der S2, die fährt halt woanders halt rum. Aber das war halt jetzt auch nicht so detailreich. Also sprich, die an den Bahnhöfen war nichts los, die Anzeigen, die waren alle leer. Das war halt eher so, Das für 30 Euro oder so. Also quasi eine leblose Welt. Richtig, das war halt alles so leblos. Ich meine, so der Zug und so, das hat wirklich gepasst. Ich meine, ich konnte den Leuten sagen, wenn ich zu den Großeltern fahre, wo ich mich hinsetze, nämlich immer in den Gang, der relativ frei ist, wo die Fahrräder hinkommen, wo es scheiße aus ist. Doch, das ist direkt in die Kuhle, wo die Fahrräder stehen. Auf jeden Fall. Weißt du, ich setze mich dann immer auf den Behindertenplatz im Endeffekt. Dafür für Rollstühle eigentlich gedacht sind, aber da habe ich wenigstens Beinfreiheit. Ne, also das war schon detailliert, das sah schon alles genauso aus. Und auch die Strecke nach Leipzig rein, das hat alles gepasst, die kenne ich ja auch. Aber der Rest, das war halt eher so ein bisschen, naja, ein bisschen mau. Leider Gottes. Das ist ja auch so, bei Trainsim, es gibt ja Add-ons und Szenarienerweiterungen, also auch abseits davon, was du bei Steam kaufen kannst, es gibt ja auch noch externe Webseiten, wo du dir noch Szenario-Packs kaufen kannst, wo halt wirklich Aufgaben und Szenarien erstellt werden. Und die sind halt, die kosten so ja, 10 Euro, je nachdem, 10, 15 Euro, das geht alles. Brauchst aber halt dementsprechend auch die Strecken und dann auch die Züge dafür. Mhm. Aber das ist so detailreich, weißt du, da gibt's Bahnhofsansagen, da gibt's Inneransagen. Nee, das sind auch einfach DLCs. Mhm. Aber halt dementsprechend von extern, das ist ja erlaubt. Es gibt glaube ich 6 oder 7 Anbieter, die für einen richtigen Train Simulator Add-ons und DLCs produzieren oder Szenario-Pakete, wo halt Aufgaben drin sind für die jeweiligen Strecke. Und da hast du halt alles mit dabei, hast du Bahnhofsansagen, da hast du Inneransagen, also hier, ne, vom Herzlich Willkommen im ICE, schieß mich tot, ne, oder da werden oben Aufgaben gestellt wie, ja, Sportbistro ist leer, es wurde nichts geliefert oder das Personal fehlt, was macht man jetzt, weißt du, und lauter solche Sachen, ne, das ist halt auch vertun, der normale Train Simulator fährst du ja schon von stumpf von Bahnhof zu Bahnhof und das war's. Da hast du noch Kontakt zum Fahrdienstleiter und sowas, ne? Aber das ist halt alles nur extern. Ja. Das kriegen die halt von Dovetail Games selber nicht hin. Und die Leute, aber die Modder kriegen es. Nee, selbst da gibt's keine Ansagen. Es gibt prinzipiell keine Ansagen. Nee, die sind nur für die Modelle da. Achso, die sind nur für die Modelle und für die Strecken da. Ja. Aber das war's dann halt schon. Der Rest, das machen dann halt im Endeffekt. Wenn du siehst, wie viel davon rausgekommen ist. Naja, da ist es halt. Ja, an Gott. Wahnsinn. Ich meine, ich habe Zeug für Fernstrecke gekauft. Also ich habe halt alle ICEs, bis auf den ICE4, weil der ist mir zu teuer, 30 oder 35 Euro. Hm. Ein Suchmodell. Aber sonst habe ich schlimm, bis ICE3 habe ich alles. Ich habe nur die Amis. Und da kann ich mich halt gar nicht davon so überzeugen. Dann da fehlen nur Diesel-Lok, wo du hochdrehst, wirklich, dann geht's. Das war cool. Und dann durch die Berge. Im Zug, da hast du nach hinten geguckt, da hast du kein Ende gesehen. Mhm. Weil du 3, 4 solche Loks ineinander hattest. Und vorher mit so einem Szenario, dass du das halt erst anhängen musst im Bahnhof. Mhm. Ja, und dann geht's halt durch Kilometer, lange Tunnel durch. Nö, das war nicht so mein Fall. Ich hätte dann eher so gerne den deutschen Bahn, Alter. Naja, sie darf mal abmoderieren. Ja, also erstmal ein Wunder ist geschehen. Mein CD hat plötzlich eine Pluranzeige. Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Irgendwas, ich muss über Nacht das Zeug eingebaut haben.
Nicht klar. Das kann nicht sein. Verschwinde! Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir unsere nächsten Folge. Das ist ja dann die Woche Gamescom-Woche. Müsste Gamescom-Woche dann sein, ja? Das müsste dann ja. Ja. Na, da sehen wir uns ja dann vielleicht, ne? In dem Sinne, mal Hallo sagen und tschüss. Tschüssi.